Übrigens, Fragen gehen auch immer wieder in Richtung, was machen wir denn mit dem Weltraumschrott oder besser gesagt gegen den Weltraumschrott. Frank Heron sagt hier, man hört und liest ja immer vom sogenannten Weltraumschrott. Sieht man das da oben bei euch auch? Übrigens, der Weltraumschrott, der in die Atmosphäre wieder zurückfällt, den sehen wir, den können wir durchaus als Verbrennungsspur sozusagen in der hohen Atmosphäre sehen. Wenn wir zufällig die richtige Kamera dabei haben, kann man das auch im Bild festhalten, fast so wie Meteoriten oder Sternschnuppen eben in der Erdatmosphäre verglühen. Sollte ein dickes Stück Weltraumschrott, dick heißt über 10 cm, in die Nähe der Raumstation kommen und können wir die Raumstation überhaupt nicht aus dem Weg räumen. Das tun wir durch sogenannte Debris Avoidance Maneuvers. Dann müsste die Besatzung sich auf das Schlimmste vorbereiten, zum Beispiel auch in die Soyuz-Kapsel gehen und warten, bis das Stück in sicherer Entfernung dann vielleicht vorbeigeflogen ist. Kommt Gott sei Dank nicht häufig vor. Meistens sieht man den Weltraumschrott schon aus gewisser Entfernung und kann rechtzeitig die Raumstation auf ein höheres Orbit heben.